SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat mit sofortiger Wirkung seinen Rücktritt erklärt. Er werde im kommenden Jahr auch nicht erneut für den Bundestag kandidieren, schrieb Kühnert in einer persönlichen Erklärung. Der 35-Jährige begründete seine Entscheidung mit gesundheitlichen Problemen. Die SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil kündigten noch für Montagabend Beratungen der SPD-Spitzengremien an, in denen die Nachfolge Kühnerts diskutiert werden soll. Auch wenn uns diese Entscheidung menschlich und persönlich sehr tief trifft, haben wir die letzten Stunden genutzt, um Klarheit zu schaffen, wie es weitergeht. Wir werden als Parteivorsitzende noch heute zu Gremiensitzungen, heute Abend zu Gremiensitzungen einladen und dort einen Vorschlag für eine Nachfolge machen. Esken und Klingbeil äußerten beide ihren Respekt für die Entscheidung Kühnerts und würdigten seinen Einsatz für die SPD. Kevin Kühnert und mich verbindet jenseits der politischen Arbeit, die wir gemeinsam für die Sozialdemokratie leisten, eine enge persönliche Freundschaft. Und ich weiß, dass ihm die Entscheidung, sich aus gesundheitlichen Gründen zurückzuziehen vom Amt des Generalsekretärs, nicht wieder anzutreten als Bundestagsabgeordneter in seinem Wahlkreis, dass ihm diese Entscheidung nicht leicht gefallen ist. Vor seiner Wahl zum SPD-Generalsekretär im Dezember 2021 war Kühnert Vorsitzender der Jusos gewesen. Seit 2005 ist Kühnert Mitglied der SPD.